Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Stefan Glaser. Ich bin Fachanwalt im Mietrecht und gleichzeitig Partner der Kanzlei KGK. Wir hatten schon in der Vergangenheit diverse YouTube-Videos hochgeladen zum Thema Kündigung und Beendigung von Mietverhältnissen. Heute wollen wir uns dem Grund widmen, den viele von euch nicht kennen werden, der unpünktlichen Mietzahlung. Hier hat der Bundesgerichtshof und auch schon mehrere Oberlandesgerichte klar geurteilt und gesagt, dass die unpünktliche Mietzahlung des Mieters eine Pflichtverletzung ist und dementsprechend auch zur fristlosen Kündigung führen kann. Wir erleben in der Praxis, in der Beratung immer wieder, dass viele Mieter nicht genau wissen, wann überhaupt die Miete fällig ist. Hier lohnt sich immer der Blick in den Mietvertrag. Dort wird grundsätzlich geregelt sein, dass die Miete spätestens am dritten Werktage eines Monats im Voraus zu zahlen ist. Geht also die Miete, entscheidend ist der Zugang, geht also die Miete erst am vierten oder fünften Werktag dem Vermieter zu, ist sie verspätet und dementsprechend ist der Mieter in Verzug. Dies hat zur Folge, dass der Vermieter eine Abmahnung aussprechen kann, um im nächsten Zug dann die fristlose Kündigung bei nochmaliger Verzögerung oder Verspätung kündigen zu können. Jetzt fragt man sich natürlich, wie viele Abmahnungen oder wie viele verspätete und unpünktliche Mietzahlungen erforderlich sind, um eine fristlose Kündigung zu rechtfertigen. Hier gibt es leider noch keine einheitliche Rechtsprechung. Der BGH hatte zum Beispiel einen Fall zu entscheiden. Da ging es, insgesamt wurde dort dem Mieter fünfmal abgemahnt. Da hat der BGH gesagt, dies reiche aus, um die fristlose Kündigung zu begründen. Oberlandesgerichte haben schon teilweise weniger unpünktliche Zahlungen für eine fristlose Kündigung ausreichen lassen. Das bedeutet, es ist Vorsicht geboten. Es ist Vorsicht geboten dahingehend, dass bereits nach der ersten Abmahnung aufgepasst werden muss, dass die Mieten pünktlich kommen. Grundvoraussetzung ist allerdings immer, dass der Vermieter auch eine Abmahnung ausspricht. Er kann also nicht einfach abwarten und sagen, in viermal ist die Miete nicht pünktlich gekommen und jetzt kommt die fristlose Kündigung. Diese fristlose Kündigung wird bei der gerichtlichen Überprüfung keinen Bestand haben. Denn, so sagen denn auch viele Gerichte, es ist auch immer die Gesamtabwägung und der Einzelfall entscheidend. Insofern bitten wir euch als Mieter, achtet darauf, dass die Miete pünktlich kommt und aus Vermietersicht heißt es, bitte hier die Miete entsprechend zu kontrollieren. Kommt sie immer pünktlich? Denn, was viele Mieter natürlich nicht wahrhaben wollen, auch der Vermieter hat Verpflichtungen. Denn er muss den Darlehensvertrag eventuell bedienen oder er zieht aus der entsprechenden Miete seinen Lebensunterhalt. Insofern hat er auch ein Recht darauf, dass die Miete pünktlich kommt. In diesem Sinne, wir freuen uns, dass ihr wieder einschaltet und bei Fragen selbstverständlich E-Mail und Telefonanrufe stehen wir euch zur Verfügung. Dankeschön.